Was geht ab, man aus die Fighter unsere hier und wir machen sofort mal weiter. Wir sind nämlich hier stehen geblieben. Und genau, da hatten dann hier mal die Dame Zangia. Was ist da vorne? Oh, okay, ist nicht nur Zangia, sondern die ganze Crew. Okay. Ja, einfach draufhauen, würde ich sagen. Was geht ab, gut, dass ihr reinguckt, Freunde. Wie geht's euch? Was geht ab? Und zwar, ja. Jetzt habe ich immer noch das Team mit mit Gogeta. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne wissen lassen, welche Karten ihr mal sehen wollt. Und im nächsten Part werde ich dann versuchen, das auf jeden Fall zu involvieren. Ich kann mir vorstellen... Moment. Genau, ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall... Ja, den neuen Broly, den können wir auf jeden Fall mal zeigen. Den neuen Broly haben wir auch gezogen, Dragon Ball Super Broly. Super Saiyan 4 Xeno Goku und Super Saiyan 4 Xeno Vegeta zu Super Saiyan 4 Xeno Goku. Das würde ich auch mal gerne sehen. Und ich habe den... ich habe ja das Video hochgeladen mit Gogeta Blue, hat Gott sei Dank mehr oder weniger alles geklappt, also ich konnte vieles zeigen, da weiß ich auf jeden Fall auch Bescheid. Und, oh, lol. Und genau, ja, so kämpfen wir uns langsam, aber sicher vor, Freunde. Oh, ja, ist ja okay, hallo. Okay, jetzt Powerblitz hier, bam, boom, bam, bada boom. Okay, die haben alle ihre Superangriff gehabt, gut, dass ich es sehr rausgestellt habe. Die haben, der bekommt nämlich nicht mehr als 1000 Schaden in der ersten Runde, das wissen wir ja. Und, ja, Leute, von der Idee. Was ist da los? Weiß auch nicht. Kommt so vor, als wären wir hier ein bisschen lange stecken geblieben. Auf der Map. Immer wenn ich blocke, schaffe ich perfekt. Ja, aber wenn ich... Mehr oder weniger immer. Aber wenn ich dann angreife... Oh je. Und ja, ich würde mal gerne wissen, wie es jetzt weitergeht. Wir sind immer noch in diesem Turnier, in diesem... komischen Turnier. Irgendwie stehen geblieben, stecken geblieben. Wir kommen auch auf die Schnuppe gerade. Adlerkick. Olle! Keiner weiß. Okay, jetzt lass mich mal ran. Komm. Die erste Runde wollen wir auch heil überleben, damit wir dann direkt rüber können. Wir haben jetzt von Gogeta Blue eigentlich nicht so viel gesehen. Hoffentlich sehen wir heute mehr. Ja, aber ja, also Gogeta Blue war auf jeden Fall geil. Der hat auch sehr viel Schaden gemacht. Jetzt! Und zwar hauen wir jetzt mal die Fusion wieder raus. Ah, Kampfmodus raus, genau. Okay, ja, ich will auf jeden Fall zuerst angreifen, sag ich mal. Lass mal die Kraftstufe senken. Yes, genau. Aber mich hat auch immer gefragt, wo ich die seltene Stellung-Medaille habe. Die ist aus einer Stage gedroppt. Um es genau zu sagen, aus der Stage, wo ich die Dragon Balls farme. Ich habe ein Video gemacht, wo man quasi auf einer Stage von einem User, der seine Stage online gestellt hat. Und aus dieser Stage kann man sehr easy Dragon Balls farmen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne abchecken, falls da ja, Interesse dabei ist. Und aus der Stage droppt natürlich auch Items. Und ich hatte einfach Glück, dass da auch eine Stellung-Medaille gedroppt ist, sag ich mal. Jetzt Fusion, genau. Das wollen wir sehen, geil. Yeah. Hey, Vegeta, komm ran, scher dich nicht. Oh, was ist da los? Hey! Keiner weiß, du musst präzise sein. Ja, das stimmt auch, stimmt auch. Wenn man es nämlich verkackt, dann kommt da nicht der richtige Gogeta bei raus, sondern Veko oder wie der auch Gogeta-Version heißt. Naja. Ja, legit. Ja, Veko, du hast nicht Veko, es gibt ja keinen anderen. Potarafifusion gibt es da nicht so gesehen. Alright. Ihr merkt schon, ich bin ein wenig verwirrt. Leute, der hat keine Ausdauer. Yeah. Assist? Warte mal. Geh du mal hier runter. Wollen wir das so machen? Ja. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, möchte ich sein. Ja, okay, ich glaube zuerst dann sehr gut. Ich habe nämlich vergessen, wo ich stehen geblieben war. Egal, schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Ich will nicht wissen, was mit Silasnis abgeht. Oder mit den neuen Arms. Es ist so geil, dass die zwei Gogeta zusammengreifen. Das ist ein Hero-Charakter. Jetzt aber, jetzt müssen wir auch gut treffen. Oh, ich wollte gerade sagen, ja genau, wie soll ich das so schaffen? Aber hey, das Glück ist an meiner Seite. Genau, das wollen wir heute sehen. Und guck mal, die machen sehr gut Schaden zusammen auf jeden Fall. Richtig geil. Sieht so clean aus. Guck mal, wie viel Schaden der alleine gemacht hat. Lecco mio. Und der macht jetzt auch noch Schaden. Der haut erstmal schön aus und dann tickt er aus. Guck mal, ey, geil. Oh mein Gott, richtig geil. Da muss man ja nicht mal auf CAs oder so warten, wie bei Berserk Goku. Aber die Sache hier ist halt, man will dann auf jeden Fall, man muss halt die CIs gewinnen, Charge Impacts, Aufladungseinschläge, genau.
Aber gut, machen wir weiter. So, nun denn, wie geht es jetzt weiter hier? Jetzt können wir endlich mal weiter. Das sind diese Trainingskämpfe, die dauern so lang. Oh, da oben ist da noch ein Dreierkampf, oder was? Ja, der haut ab, der hat keine Lust mehr. Der kann ruhig weg. Ey, wohin? Genau da lang. Warte mal jetzt. Guck mal, die Map geht schon noch eine Weile, ey. Unglaublich. Wow, okay, okay. Dann machen wir sofort weiter. Was geht hier ab? Kommt direkt eine Story? Ich denke schon. Sollte eine Sequenz direkt starten. Ja, wir sind eigentlich in so einem Turnier. Einem komischen Turnier. Jetzt genau. Oh, ihr kleinen Wichte. HDFA, Kakarot. Ja, komm an. Oh, er sieht mir direkt in die Augen. Er rastet gleich aus, oder? Ah, was ist das, so schätze ich? Okay, auf rein. Warte, bleibt einfach abhauen. Hey, was zum Teufel macht ihr Versager da? Du kämpfst gegen ein paar Kinder, gibst du dir überhaupt Mühe? Was sagen wir laut Champa? Lass dich von ihrer Größe nicht täuschen, BD. Ich glaube, du warst es, Lord Jumper, der gesagt hat, dass die Kinder kein Problem darstellen sollten. Schweig war doch so. Ja, ich glaube, sie könnten ihr Bestes gegeben haben. Ihr Bestes? Ich hatte noch nie so große Probleme. Diese Kinder sind zäh Gegner. Ja, ja, ja. Was willst du dagegen machen? Bitte, bitte, Lord Jumper. Erbärm mich allesamt. Eskalation, jetzt eskaliert's. Jeder als nächstes kann raus mit euch. Ah, jetzt kommen die. Endlich. That's it. Freut mich, euch kennst du. Ich bin Kerber, ein Sergeant aus Universum 6. Sehr, sehr freut, ich bin Oso, dein Erdling aus Universum 7. Ich bin insane, Junge, was ist los mit dir? Dieser Oso. Genug gekuschelt, kämpft endlich. Okay, let's go. Ich habe letztens ein Video gesehen, kürzlich erst. Da ging es um den Bruder von Tarbo. Um den Bruder von Vegeta, nämlich Tarbo. Und da war die Frage, ob Tarbul in Dragon Ball Super übernommen wurde in irgendeiner Art und Weise noch kommen könnte. Und der ich hab vergessen, von wem das Video war, aber war ein globaler YouTuber. Jedenfalls war er dann quasi, also seine Theorie war oder seine Meinung war, dass man wahrscheinlich Tarbul, Moment. Oh je. Yeah. Oh mein je, yeah. Danke. Dass man wahrscheinlich also Kaba ähnelt Tarbul sehr. Nicht nur von dem Äußeren, sondern auch so vom Charakter her. Tarbul war ja eher so zurückhaltend oder eher schüchtern, sag ich mal. Und ich denke bei Kabas, also was heißt ich, sondern er hat das so gesagt, YouTuber, also dass man quasi bei Kaba sich an Tarbul gehalten hat. Genau, also es hat schon was, war ziemlich interessant auf jeden Fall. Könnte durchaus sein. Weil er und Vegeta haben ja auch so eine quasi brüderliche Beziehung. Beziehungsweise Meister natürlich, Vegeta ist ja quasi der Meister von Kaba. Aber es ist ja auch quasi auch so eine brüderliche Beziehung, mehr oder weniger. Deswegen, ich fand das sehr gut von ihm. War auf jeden Fall sehr interessant. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich kann gerade meine Gedanken nicht in Worte fassen. Ja, GG, war ein langer Tag, aber nicht schlimm. Bleib dran, wir wollen hier spielen. Gemütlich ein bisschen ein paar Runden Zocker. Das sollte auf jeden Fall passen. So, jetzt passt mal auf. Genau. Hast du den Dreierkampf tatsächlich? Ja, voll vergessen. Deswegen haben wir so viel HP. Oh, sorry. Jetzt müssen wir aber erstmal die Fusion hinbekommen. Hey, immer dieser Riedenmodus. Nein. Genau das wollen wir. Kommt alle ran zur Fusion. Ist schon geil gemacht, finde ich. Übel geil. Yeah. Vegeta Blue. Wie clean der aussieht einfach. Alright, jetzt lass uns alle raus. Raus wollen wir, raus! Hey, mach mal Platz, sag mal, was ist da los? Obwohl, ich hab doch schon gut Ausdauer. Die tut doch Ausdauer, sowas, ne? Wenn man sie rausschickt. Legit schon vergessen einfach, was sie macht. Keiner weiß. Egal, ich schlitz mir nochmal durch. Passt schon. Hier kommt Ausdauer, ja, wisst doch. Okay, nice. Kaba, komm mal ran, Junge.
Was ist das? Weil Gogeta, also nach der Fusion, erhöhte, glaube ich, die Chance auf Mirakel. Ist mir gerade aufgefallen, weil es konnte nicht sein, dass es nochmal geklappt hat. Er erhöht, glaube ich, eher Chance nach der Fusion. Ja, ja, doch, doch. Ich kann mich daran erinnern. So. Oder war es mit der Ultimate von Einheit? Keiner weiß, ich habe mir die Karten vor ein paar Tagen durchgelesen und schon vergessen. Nee, keiner weiß. Aber ist halt so, wenn man mit Sachen nicht. Wenn man Karten oder in dem Fall Charaktere nicht oft nutzt, dann vergisst man das einfach. Aber ja, ich benutze das so gesehen zu Zeiten. Oh mein Gott, ich benutze das Team so gesehen zu Zeiten mal und es ist halt reine Eskalation. Das gefällt mir auf jeden Fall. Es ist halt meine Abwechslung. Deswegen habe ich auf jeden Fall verstanden, mein Feedback. Und es war echt ein schönes Feedback auf jeden Fall. Ja, Leute. Zu viel auf jeden Fall rausgehauen mal wieder. Ich gönne mir erstmal einen Schluck, glaube ich, danach. Schluck Tee. Und dann sehen wir uns quasi gleich wieder, indem es weitergeht. Ist noch tot, oder jetzt? Was machst du da? Ja, dankeschön. Also, okay, jetzt. Sieht aus, als hätte ich gewonnen. Kaber. Keuch, du bist stark, ich hätte mich geschlagen. Ja, mach das, komm. Mach das, dann wollen wir auch mal hier weiter. Bin gespannt, ob Hit dazu kommt, weil Hit hatten wir eigentlich vorhin schon auf der Map. Wenn es überhaupt derselbe Hit ist. Oh, sie einmal nach rechts und einmal nach. Ah, okay, gut, ja, okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und nach oben geht's auch. Wow, was ist jetzt los? Für eine Eskalation. Ich glaube, rechts ist wahrscheinlich so eine Side-Nebenkampf. So ein, oh mein Gott. So ein Nebenkampf wahrscheinlich, wie es oft der Fall ist. Sollen wir kurz spickeln? Komm, ich spicke mal kurz. Und? Was? Was? Einfach Kamba. Das ist so gestört. Guck jetzt. Der platzt hier einfach rein. Was ist das für ein Key? Es ist böse, anders als alles, was ich bisher gespürt habe. Wenn es nicht Silas ist, muss es ein neuer Gegner sein, den wir bisher noch nicht kannten. Was oder wer auch immer es ist, es ist in der Nähe. Wir müssen auf der Hut sein. Osaru, was ist los? Mein Gott, wie verschickt der ist. Wer zur Hölle ist das? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen, keine Ahnung, wer das ist. Sein Key ist so heftig, schau mich an, ich sitze an, ganzen Körper. Ich habe gespürt, wie von hier unglaubliche Kraft kam. Ich wusste ja nicht, dass das ein paar Kinder waren. Wer zur Hölle bist du? Ich bin du, Spaß. Das musst du nicht wissen, dass du gleich, da du gleich sterben wirst. Was? Ich endlich nicht frei, ich muss vernichten. Einfach eskalieren. Einfach eskalieren, keiner weiß, wie aggressiv der ist. Komm ran, Junge. Okay, aktuell läuft's doch aber gut. Wir gehen von Kampf zu Kampf. Das gefällt mir. Aber jetzt den Kamba. Krass, 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 krass. Ja, kriege der jetzt, bitte. Weißt du was? Alter, wieso ist er so aggressiv auf einmal? Kommt mal alle zurück, bitte. Machen das mal folgendermaßen. Karot stelle ich raus. Cell? Ja, nein, ja. Die stelle ich mal nach hinten. Sehr laut. Da kommt eh kein Austausch an, ne? Aber es macht keinen Unterschied, ob ich nach vorne stelle. Du kannst hinten bleiben, du kannst auch mal vor. Obwohl. Ja, komm. Oh, okay. Der hat schon 10 Heldenenergie sofort. Ich hätte vielleicht einfach nur Cell rausstellen sollen. Verdammt. Der wird sicherlich übel viel Schaden machen. Ach du Heiliger. Ich hätte einfach nur Cell rausstellen sollen. Oh mein Gott. Er greift dreimal an. Verdammt. Er greift dreimal an. Shit. Der hat auch super Angriff, sag ich doch. Okay, er greift zuerst Cell an. Das geht so nicht. Was mache ich? Oh mein Gott. Ich heul. Ich hätte einfach nur Cell rausstellen sollen. Nein, der will mich umbringen. Dieser Kamba. Junge, wenn es die anderen. Wenn das die anderen trifft. Ich hätte einfach nur Cell rausstellen sollen. Warum er wollte ich jetzt alle rausstellen? Wegen dem Ultra-Abschuss, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Was? Der greift jetzt einfach nochmal an. Das ist ja das. Ach du. Okay, also du. Aktiviere deinen Sharingan. Oh mein Gott, mein Sharingan mal einfach ausgetrocknet. Oh mein Gott, mach langsam, Kamba, ey! Ich hab nur Spaß gemacht, Kamba. Wir sind noch Freunde, ne? Oh mein Gott, Desasterklaue. Wow.
Was? Was? Jetzt geht. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Verdammt! Der wird übel viel Schaden bekommen. Die anderen hatten ja. Cell hatte nicht über 1000 bekommen können und Vegeta nicht über 6000. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur Cell rausschämen. Wieso habe ich jetzt so gespielt? Ich muss einfach mal auf die Ultra-Füße pfeifen, ey. Der wird übel viel Schaden bekommen. Boah, was? 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 Ich heul grad. Nice. Boah, unglaublich. Cool, mal super ungefähr, ne? Genau. Bam, was ist das? Wie viel? Einfach gar nichts. Oh mein Gott. Aber. Jetzt hast du eine Sache, guck mal, bei. Guck mal. Normalerweise habe ich immer mit dem Berserker-Team gespielt und dann bin ich einfach auf Runde 2 auf meine CAAs gegangen. Da war es mir völlig egal, ob ich die Aufladungseinschläge gewinne oder nicht. Weil danach, hauptsächlich greife ich zuerst und dann hätte ich meine CAAs gestartet. Mit dem Team ist das nicht der Fall. Ich weiß halt legit nicht, wer überhaupt Runde 2 CAA hat. Aber ich werde trotzdem mich darum bemühen, dass ich zuerst angreife, auf jeden Fall. Hoffentlich. Weil der Kamba macht viel Schaden, ey. Unglaublich, echt. Aber gut, let's go. Dead Machine. Nee, Riesenmodus warum nicht, aber die Fusion brauchen wir auf jeden Fall. Oder? Doch, doch, komm, let's go. Ich weiß nämlich nicht, was die. Was Vegeta und Goku ab und mit Zeit solo machen. Ich habe mich immer nur darauf konzentriert, was sie mit der Fusion machen. Aber Vegeta hat. Na, ja, der hat nicht wirklich eine CA. Wenn er einen Superangriff macht, dann tut er einen Gegner aufschalten oder anvisieren irgendwie sowas. Okay, okay. Egal. Ja. Oh mein Gott. Lor, steh mir bei. Du kommst mal ran, bitte. Was ist das? Du. Wollen wir dich raus haben? Nee. Du musst mit allem angreifen, Mann. Komm. Boah, ganz wieder Heldenenergie. Was? Wieso habe ich dich mit Cell am Anfang angegriffen? Ich verstehe es nicht. Wieso? Wieso? Kampf ist verloren. Zum ersten habe ich verloren. Unglaublich. Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Junge, Kamba, ich komme gleich so zurück mit meinem Berserker-Goku-Deck und dann wirst du so auf die Schnuppe bekommen, Junge. Tut der Schadensellbogen annullieren? Ich glaube nicht, oder? Wart's ab, wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, Junge, war zum ersten Mal verloren einfach. Aber es war eigenverschuldet. Jetzt, Junge, Kamba, komm ran. Jetzt will ich die sehen, Junge, jetzt will ich die sehen. Ja, jetzt will ich deine Schnuppe sehen. Komm. Jetzt komm mal ran hier. Ja. Platz vor Kampfgeist. Okay. Dieser Junge. Jetzt hier, komm. Ich stelle nur Cell raus. Was soll ich machen? Ja, machst du mir überhaupt Schaden? Der Junge, der wurde mir zu frech. Letzte Runde wurde mir zu frech. Ja, komm, greif ruhig an. Ja, aber immer noch bedenken, dass ich haupt. Also in der zweiten Runde will ich zuerst angreifen, auf jeden Fall. Weil. Ich muss. Wegen meines CAs. Ich will die zuerst raushauen, bevor er mich angreift. Wenn er nämlich ein oder zwei betäubt, dann war's das. Ja, kann ich gewinnen von mir aus. Ist mir völlig wurscht. Oh je, yeah, dieser Kamba. Geil, aber geil, ich schwör. Oh man, yeah. Brutal Kamba einfach ist. Sieht aber auch geil aus, um ehrlich zu sein. Ich hoffe nur, der Boy Kamba hat keinen Claim oder so, ne? Kamba, ich sag's, hey. Mal langsam. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der Schadenserhöhungen verhindert oder sowas. Ich hoffe nicht.
Weil mit Pine tun wir unseren Schaden und mit Berserker-Gucker auch an sich. Komm, jetzt mach das mal fertig, ey. Was ist da los? Du kannst nicht so lange warten! Ich will jetzt in Runde 2 rein! Ja. Oh Mann, aha. Ich bin Kamba und ich kann nur schreien. Nochmal, oh Mann. Ich bin Kamba und ich kann nur dreimal angreifen. Ich hab einen Mundschutz, weil ich einfach nur schreien kann. Und ich hab eine Psycho-Weste an, weil ich ein Psycho bin. Und ich hab einfach. Keiner weiß. Was sollen diese zwei Fäuste um den herum? Wie hat er die. Wie hat er die kreiert? Mit seiner bösen Aura oder was? Junge, lass mich in Ruhe, Mann. Abwehr halbieren. Beruhig dich, Mann. Ja, und jetzt bist du fertig. Oh mein Gott. Dieser Kambai. Oh mein Gott. Komm an. Ja. Bei Cell brauche ich doch kein Miracle. Sondern jetzt Runde 2, Junge. Jetzt kommt die ganze Armee in dein Gesicht, Junge. Jetzt gehe ich all out. Komm her, Junge. Komm her, Kambo. Oh, no. Nee, sehr wohl nicht. Aber jetzt. Hurra, hurra. Komm an, Junge. Kamba! Roderola! Ich hoffe, der tut Schadenserhöhung nicht annullieren, wie gesagt, oder verhindern. Sehr schön. Hauptsache, ich greife zuerst an. Ja, Hauptsache, ich bekomme meine CAAs durch. Ja, meine Active Skills. Mir egal, ob er dreimal angreift. Ich greife zuerst an, Junge. Du schätzt hinten an. Jetzt kommen meine ganzen Boost-Tier-Fähigkeiten und Ekso. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Okay, der erhöht nur die. Okay, der erhöht nur unseren Item. Oh, sehr gut. Juck mir, der. Wäre natürlich geil, wenn die Superangriff trotzdem durchkommen. Aber wir sprechen uns mit der Berserker Drachenfaust gleich. Dann zeige ich dir, wer der Berserker ist. Junge, ja, was ist jetzt los, hä? Verziehst du dich? Junge, die Finger, die sind neu trainiert. Die sind neu antrainiert dafür, dass ich dir in die Fresse schaue. Ja, jetzt komm mal ran. Ich brauche gar nicht meine CA, du. Ja, und siehst du, Kamba, so schnell kann es gehen. Oh mein Gott, dieser Kamba. Komm mal ran, Junge, hier, frisst das. Bam! Okay, ich war wahrscheinlich viel zu sehr im Film, aber hey, das war unsere Revanche. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Ja, Kamba, jetzt, was hast du zu sagen? Wie konnte ich verlieren? Ich bin in die Kampf gehen. Ja, nächstes Mal nicht so viel gekommen. Pass auf, Junge, pass auf. Ich verfolge dich. Ja, komm zurück, genau. Oh mein Gott, ja. Jedenfalls, Freunde. Jedenfalls. Also, war auf jeden Fall dann noch spaßig, interessant. Ja, wir haben Kampf verloren, dann haben wir doch gewonnen, wie gesagt. Machen wir Schluss für diesen Part. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Das nächste Mal machen wir dann quasi hier direkt weiter, wo es dann ja auch weitergehen sollte. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.